Schauen wir uns die ÖVP an. Ich glaube, da braucht man nicht besonders viel dazu sagen. Das ist die Partei, wo es eine Verfassungsministerin gibt, die den Österreichern empfiehlt, das Land zu verlassen, wenn sie sich nicht impfen lassen. Ich glaube, das sollte man in dem Zusammenhang nicht vergessen. Dann gibt es einen Vizekanzler Kogler von den Grünen, der pauschal einen großen Teil der Österreicher als rechtsradikaler Staatsverweigerer und sonstige Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Ich glaube, da brauchen wir auch nichts erklären. Die SPÖ hat interessanterweise nicht nur die Maßnahmen der Bundesregierung mitgetragen, sie hat sie in der Stadt Wien auch noch verschärft und bis vor wenigen Tagen gab es hier noch eine Maskenpflicht, die absolut skurril gewesen ist. Und wenn man sich die NEOS anschaut, dann ist ja, glaube ich, das Selbstverständnis der NEOS jenes, dass sie sich immer gerne als billige Braut in Szene setzen und halt dort und da das Zünglein an der Waage sein wollen, jedenfalls aber in einer Regierung mitpartizipieren wollen. Das heißt also, auch hier geht es gar nicht anders, als dem Establishment das Wort zu sprechen.